mal weiter mit Jakobs. Willst du mit Braindead nicht weiterreden? Der kommt noch mal. Guck, alles gut. Später noch mal. Platz 4 ist Meet the Feebles. Meet the Feebles. Oh, ja. Das ist kein Horrorfilm. So? Meet the Feebles ist, naja, es passiert, das ist für doch. Wenn du 12 bist. Okay. Ja. Und wenn du 12 siehst und vor die Mappe schaust. Haben deine Eltern versagt? Ja, auch. Aber Meet the Feebles, das ist ein Horrorfilm. Wenn du vorhin sagtest, Tucker and Dale vs. Evil, kann man, das ist natürlich. Das ist ein Puppenfilm, ja, wo aber ich kenne kaum einen Splatterfilm, der so viel Brutalität und Drogen und Sex mit sich in drin hat, als Meet the Feebles. Ja, aber da ist schon was dran, ja. Das ist ein Splatterfilm in dem Sinne. Das ist der ekelhafteste Versagen. Kannst du sagen, allein ja? Die Szene im Keller, wo die Kakerlake unter dem riesigen Nilpferd oder Elefant, weiß ich nicht, unten unter dem Arsch sitzt und stirbt. Der Hase, der Drogen nimmt und völlig auseinanderaltert aus dem Ding rauskommt. Großartiger Film, Peter Jackson. Ja, also da hat Herr der Ringe verkackt. Das sind die ersten und dann gibt es da noch Bad Taste. Findest du, hat Herr der Ringe verkackt? Also wenn du das mit Meet the Feebles vergleichst und seinen früheren Sachen, die Ideen früher waren geil. Ja gut, das ist ich bin was Herr der Ringe ist, ne? Langweiler. Also es gibt ja, bei welchem Film war das mit Clerks, wo da gezeigt wird in drei Minuten, Clerks 2. Wie in einer Minute alle drei Teile von Herr der Ringe gezeigt werden. Ja. Und wieder weg. Those fucking Hobbit movies were boring as hell. All it was a bunch of people walking. Three movies of people walking to a fucking volcano. Here's the first movie. And here's the second movie. He is way off, loser. You ready for the third movie? Fucking A. Im Gegensatz zu Herr der Ringe, also die vorigen Sachen von Peter Jackson, super. Bad Taste war nicht so geil. Ich fand den King Kong, den neuen von ihm, fand ich auch kacke. Ich mag ja eher so einen Trash-Kram. Ja, Meet the Feebles war trashig, aber geil. Und ja, absolut. Also das ist eher so High-Budget. Ja. Eben gerade Bad Taste. Peter Jackson, einer seiner der erste war, glaube ich, Bad Taste ist ein Puppenfilm, absolut sehenswert, wenn ihr Muppets Humor habt. Ja. Muppets auf Crack. Quasi. Ja, der Hase nimmt, glaube ich, was anderes. Nee, der Hase hat Geschlechtskrankheit. Muppets mit Crack und mit Geschlechtskrankheit. Du alterst doch nicht aus dem ganzen Gesicht, wenn du eine Geschlechtskrankheit hast. Der Hase hat Geschlechtskrankheiten, ne? Weil er so viel rumvögelt. Ja, aber krammelt. Aber der dommert sich da ganz schöne Sachen, dass ihm alles auseinanderhetzt. Ja, ich kann auch. Ja, ich glaube, der ist auch drüber. Aber das ist mein Platz 4. Das ist dein kann Platz 4. Kann ich jedem wieder empfehlen, der ist immer wieder geil. Ivan, was ist dein Platz 4? Ich habe auf Platz 4 was bisschen Ernsteres. Der Film heißt, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, Martyrs. Kennt ihr den? Französischer Horrorfilm. Martyrs, ja. Also Märtyrer quasi. Märtyrer, kennst du den? Nee, der sagt mir nicht. Französischer Rachefilm. Märtyrer ist doch nein, das ist kein Rachefilm. Der fängt an wie ein Raid and Revenge Film. Was für ein Ding? Raid and Revenge. Raid and Revenge. Sowas wie Revenge. I Spit on Your Grave. Ja, super Film. Großartig. So, okay, verstanden. Und der entwickelt sich zu so einer Folterorgie und ist richtig, richtig eklig und wird. Geht einem schon ein bisschen unter die Haut am Ende. Ja, aber gut, aber ist das ein Prinzip? Der fängt als Raid and Revenge an und wird zu so einem Kunstfilm. Also die Protagonistin, die Protagonisten wechseln sogar. Die lassen am Anfang, in der ersten Hälfte des Films hast du eine Protagonistin, dann begeht, Spoiler! Sie begeht Selbstmord und die andere Protagonistin wird gefangen genommen und den Rest des Films eine Stunde lang gefoltert. Und anschließend gehäutet. Super Film für Valentinstag. Märtyrer ist einfach. Okay. Einfach. So, du sitzt da so. What the fuck? Danke, Märtyrer. Also, als ich das erste Mal Hostel geguckt habe, habe ich festgestellt, diese Torture-Porn-Dinger sind absolut nichts für mich. Aber Hostel ist auch ein schlechtes Beispiel. Ja, aber trotzdem, um diese ganze Folterscheiße, da rege ich mich nur drüber auf. Das ist ja keine Das ist Realität. Es geht nicht um sinnlose Folter bei Märtyrers. Es geht darum, dass es eine Gesellschaft von. religiösen Fanatikern gibt und die möchten herausfinden, was gibt es nach dem Tod. Dementsprechend nehmen sie Kinder gefangen und foltern sie jahrzehntelang, um zu gucken, was es in der Anderswelt gibt. Das ist Ivan, liebe Freunde. Gut, machen wir mal weiter mit Kais Nummer 4. Was hast du da? Ich habe da The Hidden gewählt. The Hidden? The Hidden.
Den haben wir auch mal 80er Jahre, den haben wir mal zusammen geguckt früher, als wir Videothek ausgeliehen in unseren verrückten Zeiten. Da hat mich, glaube ich, sogar drauf gebracht, weil ich kenne den hatte meine Schwester damals auf Video, den habe ich da nämlich auch. Genau, das kann gut sein. Und zwar spielt da Kyle MacLachlan mit, das ist der damalige Hauptdarsteller von Twin Peaks zum Beispiel auch. Ja, und das ist mehr so ein Horror-Action-Krimi-Film, würde ich sagen. Das ist mit einem besitzergreifenden Alien, das auf Heavy Metal und Ferraris steht. Genau, richtig. Und das sollte euch eigentlich schon reichen, um den Film mal anzutesten. Der Film ist echt großartig, echt witzig und hat mit dem besten Anfang von jedem Film aller Zeiten. Also The Hidden, ich glaube, der ist aus den 80ern. Das ist ein 80er-Jahr-Film. Mit dem Hauptdarsteller von Twin Peaks. Und ja, wie gesagt, Hauptgrund, ein besitzergreifendes Alien, das auf Ferraris und Heavy Metal steht. Und das reicht eigentlich dazu. Keinerlei Achtung vor menschlichem Leben hat. Ja. Das sollte als Tipp schon mal reichen. Kais Nummer 4. The Hidden. Heißt das Friedhof? Meine Nummer 4 ist Friedhof der Kuscheltier. Friedhof der Kuscheltier. Friedhof der Kuscheltier. Sauber. Friedhof der Kuschelige. Ja. Ja, also Friedhof der Kuscheltiere ist meine Nummer 4. Weil das ist glaube ich, der erste Horrorfilm, den hatte ich geguckt, da haben Carsten und ich bei Ira, bei unserer Schwester übernachtet und meine Mutter und meine Schwester haben den Film geguckt und das ist der erste Film, Horrorfilm, den ich durch den Türspalt noch geguckt habe. Also so richtig durch den Türspalt? Den habe ich, ja. Krass. Wie alt warst du? Oh, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube auch unter 10. Auf jeden Fall unter 10. Und ich weiß, die Stimmung von dem Film finde ich großartig. Mhm. Das von der Cinematografie, also vom Bild her aus, sieht er so ein bisschen nach TV-Movie aus. Ich glaube, der ist auch damals fürs TV gedreht worden. Aber die Stimmung von dem Film. Nee, der liegt im Kino. Die Thematik von dem Film finde ich groß. Okay, das ist natürlich wieder Indianerbegräbnisstätte. Tote kommen wieder zum Leben und so weiter. Erzähl bitte nicht zu viel, ich habe den Film noch nie gesehen. Im Ernst? Ich habe es immer verpasst im Fernsehen und dann habe ich immer nur den Anfang, ich bin eingeschlafen. Schreibt mal bitte in die Comments, was Jakob für ein Idiot ist, dass er den Film noch nicht gesehen hat. Aber ich will ihn noch sehen und irgendwann... Sehr gut, das ist schon mal gut. Okay, auch für euch da draußen, die ihn kennen, wissen ja Bescheid, was da drin vorkommt, die es noch nicht... Ihr und Jakob habt was gemeinsam, schaut euch den Film auf jeden Fall an. Es lohnt sich, Stephen King. Und, es und das ist einer der guten, der guten Stephen King Filme. Ich konnte nächtelang als kleiner Ivan nicht schlafen nach diesem Film. Ich war so... Oh. Ja, wie gesagt, das war auch einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Also der erste, von dem ich weiß, das ist ein Horrorfilm, dass ich den gesehen habe. Den habe ich damals mit meiner Schwester zusammengeguckt. Ja. Das war auch ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Also da hatte ich auch einige schlaflose Nächte von. Okay.